Blei hat eine hohe Affinität für Knochengewebe und endet hauptsächlich im Knochen, aber zum Teil auch im Gehirn, aber wesentlich im Knochen. Und das heißt, wenn wir mal alles durchgehen oder so, dann enden wir immer im Gehirn und im Nervensystem enden wir entweder bei Quecksilber oder bei Aluminium. Das sind die zwei Stoffe, die ihren Weg immer dorthin finden. Und dann, wenn die Metalle einmal ihren Weg dorthin gefunden haben, werden sie eingebaut in die Zellen, in die Nervenzelle jetzt in diesem Fall, oder auch in die Gliazellen im Gehirn und andere Zellen, die da sind, werden aufgenommen, in die Zelle eingebaut und sind dann da festgebunden an Proteine. Und das ist eine Bindung, die Halbwertszeit, schätzt man, sind 32 Jahre. Es ist 32 Jahre geht, bis ein Quecksilberatom mobilisiert wird aus den Zellen, unsere eigenen Mechanismen da sind. Und jetzt für die Entgiftung ist dieser Rückweg eben wesentlich, dass wir, ja, wir müssen diese Bindung an Proteine lösen, wir müssen das Quecksilber aus der Zelle ausschleusen, wir müssen es vom außerhalb der Zelle durch die Matrix schleusen, in ein Blutgefäß rein und dann von einem Blutgefäß zur Niere oder zur Leber, wo es dann ausgeschieden werden kann. Ja, und diese Wege alle abzudecken, ist eine sinnvolle Entgiftung. Die Welt ist im Wandel. Stress und Belastung auf unseren Organismus sind überall. Zur selben Zeit aber gibt es heute eine Vielzahl natürlicher und auch technologisch fortschrittlicher Methoden. Wie der Einsatz der Spektren des Lichts, unsere Atmung, Kälte, Nährstoffaufnahme und Nährstoffentzug, die Natur und auch unsere Gedanken. Gezielt eingesetzt ermöglichen sie nicht nur eine vollständige Entfaltung unserer Gesundheit in der heutigen Umwelt, sondern dass wir sogar neue Potenziale erobern können. Wo sind unsere Grenzen? Nimm deine Gesundheit selbst in die Hand und wir finden es gemeinsam heraus. Willkommen zum Epigenetik Podcast. Willkommen zum Epigenetik Podcast. Mein Name ist Sebastian Dietrich und mein Gast heute zur letzten Show in der Serie Detox ist Dr. Dietrich Klinghardt. Dietrich, eigentlich müsste man dich nicht vorstellen, denn jeder in der Branche kennt dich, ja. Ich möchte trotzdem heute ein paar Eckpfeiler erwähnen, weil, wie ich es finde, einfach sehr beeindruckend ist, was du in deiner Karriere schon alles gemacht hast. Du bist der praktizierende Arzt und seit 82 in Seattle ansässig, wo du Klinikchef im Sophia Health Institute bist. Schon als junger Arzt hast du dich auf die Behandlung von chronischen Erkrankungen spezialisiert und bist eigentlich bekannt als einer der ersten Ärzte überhaupt in unserer Zeit, der sich so holistisch mit Ergiftung auseinandergesetzt hat wie kein anderer. Im Laufe der Zeit hast du sogar einige eigene Therapieformen entwickelt, wie den autonomen Regulationstest, die Psychokinesiologie und die Metallfeldtherapie. Alle drei zusammen sind bekannt in der Medizin als die Klinghardt-Methode. 2007 und 2009 hast du Auszeichnungen bekommen als Arzt des Jahres, 2010 den Physicians Excellence Awards für die Behandlung von Borrelien-indiziertem Autismus, vornehmlich bei Kindern, und 2013 den Lifetime Achievement Award für integrative Medizin. Dietrich, willkommen zum Epigenetik Podcast. Schön, dass du dabei bist. Ja, danke. Danke für die Einladung. Ist eine Ehre. Ja, Dietrich, so viel Wissen, ich habe es gerade vorgelesen und aus so vielen Jahren, das ist eine unglaubliche Bereicherung für uns, für die Serie, für die Zuschauer. Deswegen, wir wollen heute so ein bisschen hinter die Kulissen gucken, so wie was bei dir eigentlich in der Praxis abläuft, weil du bist ja auch einer der wenigen, viele haben sich dann vielleicht so aus dem Ärztedasein zurückgesetzt und haben ihre eigenen anderen Firmen, aber du bist ja immer noch in der Praxis tätig, deswegen ist es umso spannender, auch mal da hinzuschauen, was passiert denn da überhaupt tagtäglich, vielleicht von dem ersten Besuch eines, ja, Autismus habe ich jetzt gerade schon genannt, bis hin zu Veränderungen, was passiert da zwischendrin alles, du bist ja auch bekannt für die 5 Ebenen der Heilung, deswegen da würden wir heute gerne so ein bisschen hinschauen, bevor wir aber gleich darauf eintauchen, du bist ja auch bekannt, immer in Verbindung mit der Süßwasseralge Chlorella. Also wenn es um Detox geht und um Dietrich Klinghardt, dann fällt immer auch das Wort Chlorella. Und deswegen viele andere benutzen vielleicht sowas wie modifiziertes Zitruspektin oder auch Chitosan oder ein Zeolit. Alle diese Sachen, die binden ja und haben irgendwie Eigenschaften, Umweltgifte aufzunehmen. Warum ist denn
für dich in deiner Behandlungsmethode aus den letzten Jahrzehnten eigentlich, kann man schon so sagen, so die Wahl, die primäre Wahl da auf das Chlorella gefallen? Die Antwort ist bei dir einfach, weil ich Wissenschaftler bin und schaue mir die Literatur an. Es gibt ein Buch von einem russischen Wissenschaftler, Biosorption of Heavy Metals, wo alle diese Stoffe miteinander verglichen wurden. Und Chlorella ist das Top-Mittel, um Schwermetalle zu binden, insbesondere Quecksilber. Und warum soll ich ein toll wirkendes Mittel verdünnen mit weniger stark wirkenden Mitteln? Deshalb verwende ich Chlorella. Es sei denn, manche Patienten kriegen initial Verstopfung davon. Es gibt eigentlich keine ernsten Nebenwirkungen, aber wenn ein Patient Probleme hat, dann schalten wir um auf eine der anderen Entgiftungsmittel. Du hast ja jetzt vor allem Quecksilber genannt. Gibt es da Grenzen von Chlorella, was unterschiedliche Metalle angeht oder Umweltgifte? Eigentlich nicht. Die einzige Grenze ist, dass Chlorella ist vorwiegend ein Bindemittel. Das heißt, es extrahiert vom Blut die Stoffe, die zirkulieren. Aber es geht dringend nicht in die Zellen ein, um hier Dinge zu mobilisieren. Und es überquert auch nicht die Blut-Hirn-Schranke, um Dinge aus dem Gehirn zu mobilisieren. Das heißt, da sind dann andere Schritte notwendig. Okay. Ja, lass uns mal eintauchen so in den alltäglichen Prozess bei dir in der Klinik, Dietrich. Du hast ja viele Patienten, ich hätte es fast auf der Zunge gehabt, die meisten Ärzte gar nicht mehr wollen, aber zumindest Patienten, die vorher wahrscheinlich schon viele, viele andere gesehen haben, ohne Erfolg oder wenig Erfolg. Und ich hatte vorhin auch schon die Autismus erwähnt. Du bist ja bekannt, vor allem Autismus zu behandeln, auch erfolgreich bei Kindern. Wenn jetzt so ein Kind kommt mit Autismus oder generell so eine chronische Erkrankung oder ein Patient mit so einer chronischen Erkrankung, du hast ja sicherlich schon für dich irgendwie im Hinterkopf so ein paar Schritte, die da ablaufen siehst, was du da machst. Aber wie gehst du denn davor, was vielleicht auch so eine Analyse angeht, bis hin dann zu den ersten Maßnahmen, sage ich mal, oder Behandlungen? Ja, also erstmal, ich bin nicht allein in der Klinik, sondern habe mich umgeben mit kompetenten Mitarbeitern. Und die im Allgemeinen hat der, wir haben es ausgerechnet, der Durchschnittspatient bei uns hat vor uns 38 andere Ärzte oder Institutionen besucht, sodass wir hier schon eine relativ spezielle Auswahl haben von Patienten. Und dann der Durchschnittsablauf ist der, dass ein neuer Patient wird zunächst mal befragt und untersucht von meinen Assistenten für eine Stunde, wo wir die ganze Krankengeschichte untersuchen und aufnehmen und das Labor anschauen, was es schon gibt. Und dadurch, dass 38 andere Ärzte schon dran waren, das Gute dabei ist, dass ich nur noch wenig Labor machen muss, nur noch selten ins Labor schauen muss, sondern ich schaue einfach in die Unterlagen vom Patienten. Mhm. Und die haben nämlich alles gemacht, von der ganzen Genetik bis zur Epigenetik, bis zum Metabolismus, ist schon alles durchgeguckt, so dass wir da relativ entlastet sind. Und dann hat der Patient eine Stunde mit mir, wo ich unsere ART-Methode anwende, die jenseits der Labordiagnostik eben korrekt Dinge auffinden kann, die mit keiner anderen Methode sichtbar sind. Und das ist eigentlich das Rezept für meinen Erfolg gewesen. Ja, denn durch ART können wir auch rausfinden, ja, alles von Virusbelastungen und von Strahlenbelastung im Körper durch WLAN bis hin zu Besetzungen und eher esoterischen Dingen, weil der Muskeltest ermöglicht uns eben einen Blick jenseits von dem, was sichtbar oder palpierbar ist. Ja gut, und dann hat der Patient eine Stunde mit mir und dann etablieren wir einen Behandlungsplan. Der wird dann wieder mit einem von meinen Assistenten, meinen Ärztinnen, die mit mir zusammenarbeiten, wieder besprochen im Detail. Und dazu gehören dann oft Infusionsbehandlungen, Kraniosakraltherapie,
bestimmte Heilmethoden, die wir in der Praxis haben, neurologische Behandlungen mit einer Kollegin, die super arbeitet auf dem Gebiet, Akupunktur, Homöopathie und diesen ganzen Bereich und ganz stark eben betont bei uns ist die psychologische Nachbehandlung, die meist getragen wird von einer Kollegin, die von mir gut ausgebildet ist. Ja, und einmal die Woche mache ich Familienaufstellungen, das heißt für unsere schwierigen Fälle biete ich das an, dass wir dann auf diese Art noch ein bisschen mehr Licht in die Problematik finden. Und das ist es einfach. Es ist ein einfaches Rezept, da ist nichts kompliziert dabei. Die meisten Patienten haben vor uns wesentlich mehr Geld rausgeworfen für Dinge, die nicht funktionieren, sodass die Behandlung, obwohl wir gerechtes Geld verlangen, sagen wir mal so, ist es für die Patienten sehr kosteneffektiv, mit uns zu arbeiten, weil wir eben in den USA, oder möchte ich schon sagen, dass das ganze System verdächtigt ist sicher, das Versicherungssystem und die Pharmaindustrie ist wahnsinnig korrupt, oder? Ich kann zum Beispiel ein Beispiel sagen, dass die Deutschen mir nie glauben, wenn ich das sage, aber wenn wir ganz normal Schilddrüsenhormone testen, TSH, freies T3, freies T4 und vielleicht noch Reverse T3, dann kostet es unseren Patienten $500. Kostet bei uns in Deutschland weniger als $50. Und das heißt, das ist nur für die Labordiagnostik von einem einfachen Parameter. Und die meisten von meinen Patienten sind eingebunden in den Versicherungssysteme, die Anordnung von mir nicht bezahlen. Das heißt, dadurch hat sich bei mir frühzeitig schon vor 40 Jahren ergeben, okay, ich muss eine Medizin machen, die nicht abhängig ist vom Labor, oder der Patient hat die Möglichkeit, er kann sein Geld ausgeben für Labormethoden, um dann vielleicht zu einer Diagnose zu kommen und hat dann kein Geld mehr übrig für die Therapie. Oder der Patient kommt zu mir, kriegt mit meiner ART-Methode die Diagnose und kann dann sein Geld ausgeben für die Behandlung. So, das ist so ein bisschen. Ja, das ist natürlich Wahnsinn, was das System auch noch erschwert heute, was so Behandlungsmethoden angeht. Du sagst jetzt, Dietrich, ja, so einfach kann es dann sein, weil es natürlich für dich jetzt über die Jahre hin schon so einfach wahrscheinlich geworden ist. Aber all die Sachen, die du ja jetzt erwähnt hast, die sind ja auch zusammengewürfelt aus den unterschiedlichsten Bereichen. Und das kann man ja auch eigentlich zusammenfassen, so wie du es nennst, die Heilung auf 5 Ebenen. Und da sind die Infusion oder Inosferese oder auch Chlorella, das, was du da so jetzt alles erwähnt hast, das geht ja quasi so primär auf den physischen Körper zurück. Und würdest du sagen, der Großteil deiner Behandlungsmethoden sich eher auf die anderen 4 Ebenen beschränkt oder nicht beschränkt oder fokussiert, weil die anderen 38 Stationen, wo der Kunde vorher war oder der Patient, sich vielleicht auf die physische Ebene fokussiert haben? Ja, es stimmt schon. Nur ist es so, dass mit ART finden wir auch auf der physischen Ebene immer die Dinge, die total übersehen sind. Zum Beispiel Parasitenerkrankungen oder bei autistischen Kindern finden wir bei allen autistischen Kindern, dass eine der Hauptursache für das Fortschreiten der Erkrankung sind die Parasiten im Darm. Und es gibt keine schulmedizinische Labordiagnose im Moment, die fähig ist, diese Dinge zu finden. Und so, das heißt, wir fangen schon an mit der physischen Ebene, aber schauen eben gezielt nach den Dingen, die übersehen sind. Und dann auf der zweiten Ebene, in einem Energiekörper, oder, mache ich Neuraltherapie. Ich war ja Jahrzehnte, hatte ich hier eine Organisation in den USA, American Academy of Neural Therapy. Das heißt, ich habe Neuraltherapie gelehrt hier in den USA und wirklich Tausende von Schülern gehabt, weil es war hier völlig unbekannt. Und das ist auf der zweiten Ebene eine meiner Hauptmethoden. Ich mache auch Akupunktur. Ich habe
Akupunktur mit nach Amerika gebracht vor über 40 Jahren und andere energetische Heilmethoden, die wir in der Praxis haben, Magnetfeldtherapien und Mikrostromtherapien und Lichttherapie. Lichttherapie ist in den letzten Jahren für uns ganz, ganz wichtig geworden als Teil von unserer Methode. Ja, mit dem Photon Wave Gerät und mit dem CAR-Scan, ein Gerät, was ich selber entwickelt habe, wo wir Patienten nicht medikamentös mit Medikamenten behandeln können, ja, durch die sogenannte Photopherese. Das ist so die zweite Ebene. Dritte Ebene machen wir Traumatherapie. Und das können wir ganz kurz vielleicht nochmal stehen bleiben, weil das fand ich super interessant. Das ist jetzt nämlich nicht zu verwechseln, wo du sagst, Lichttherapie, heute kennt man so aus dem Biohacking-Bereich, Biophotomodulation, das ist sicherlich ganz was anderes. Was macht ihr da konkret mit diesem Photowave oder wie hast du ihn genannt? Photon Wave, ja. Ja, das Prinzip ist einfach, wenn man eine Quelle von kohärentem Licht hat, und da gibt es verschiedene Arten, das zu erzeugen, dann ist das Licht, auf dieses Licht kann man aufmodulieren Medikamente und auf dem Lichtstrahl die Medikamente geben. Und da haben wir eben besondere Verfahren entwickelt und es ist fantastisch. Dadurch können wir eigentlich heute jeden Patienten behandeln, ohne je ein Medikament zu geben. Ein paar Ausnahmen, Diabetiker brauchen schon noch Insulin, aber vielleicht ein Zehntel der Dosis, das sie sonst brauchen. Krass. Und mehr kann ich so jetzt in dem Rahmen von dem Interview nicht sagen, aber das ist sind Besonderheiten, die sich aus unserer Methode entgeben haben. Und ich habe ja lange Jahre zusammengearbeitet mit Luc Montagnier, der den Nobelpreis hatte für HIV. Und er hat mit mir zusammen diese Forschung betrieben, dass er eben gezeigt hat, es gibt die sogenannte Teleportation von Medikamenten. Das heißt, wir können auf dem Lichtweg Medikamente in den Körper übertragen, ohne dass sie physisch gegeben werden. Und es sind also ganz neue Anwendungen aus der Quantenphysik und da die Photobiomodulation, da geht es nur darum, dass man irgendwo einen Laser auf den Punkt hält und den Laser ins Gewebe scheint oder intravenös gibt. Das machen wir auch alle, intravenöse Lasertherapie. Aber die Photobiomodulation hängt weit zurück, weil es eben die Klauen der Schulmedizin schon auf sich hat und gar nicht weiter wachsen darf. Und ich war früher einer von den führenden Leuten in der Photobiomodulation oder Vorlesungen und dann, als es übernommen wurde von der Pharmaindustrie, wurde ich als erster gebeten, nicht mehr zu kommen, weil unsere Lichtmethoden eben ganz, ganz anders sind und angereichert sind durch das Wissen von Fritz Albert Popp, damals einer meiner großen Einflüsse war. Mehr kann ich so in dem Rahmen von diesem hier nicht sagen, aber es geht hier um zwei Geräte, die spezifische Anwendungen haben, mit denen wir immer mehr machen, wo immer mehr, immer weniger Medikamente verschreiben oder Medikamente geben, immer mehr mit Licht arbeiten. Da gibt es eine Industrie, der gefällt das wahrscheinlich überhaupt nicht, dass es sowas gibt heutzutage. Die sind sicherlich hinter dir her wie kein anderer. Ja, jetzt haben wir die zweite Ebene, Dietrich. Die dritte finde ich auch super spannend. Da geht es ja um den Mentalkörper. Und da hatte ich dich mal reden hören. Da geht es ja vor allem auch darum, so Traumata aus der Kindheit, dass die sich auch epigenetisch verankern. Das interessiert jetzt uns ganz besonders hier bei Epigenetik TV. Und wie kann man sich das vorstellen, dass so ein Trauma sich da in der Kindheit irgendwie verankert und Auswirkungen hat? Und vor allem dann auch, wie löst ihr das auf? Ich habe irgendwas von Spiegel gelesen, die ihr anwendet in dem Zusammenhang. Kann das sein? Ja, so ist natürlich auf dieser Ebene gibt es viel zu sagen. Der Mentalkörper entspricht in etwa dem, was Rudolf Steiner ätherischer Körper nannte. Das ist der Teil von uns, der alle gesamten Lebenserfahrungen speichert. Die Lernerfahrungen, positive Erfahrungen und nicht verarbeitete traumatische Erfahrungen. Und jedes nicht verarbeitete Trauma verändert unsere Epigenetik. Epigenetik, so weit definiert, sind die Mechanismen, die wir haben, um unsere DNA zu regulieren, oder?
Und DNA ist ja spannend, oder? Nur 2% von der DNA machen das, wofür die DNA bekannt ist, dass sie der Code sind für Proteine und den unseren ganzen Metabolismus steuern. Entdecke dich selbst mit der DNA-Analyse von Epigenes. Deine DNA ist nicht dein Schicksal, aber sie ist dein Startpunkt und dein Potenzial. Dein Lifestyle und die Epigenetik aber bestimmen dann deine Gesundheit und Leistungsfähigkeit. Wir testen deine DNA zur Ernährung, Schlaf, Hormone, Detox und Athletik und leiten daraus individuell auf dich abgestimmte Lifestyle-Empfehlungen ab. Finde heraus, wer du wirklich bist mit der DNA-Analyse von Epigenes und entfalte dein wahres Ich. 8% von unserer DNA sind Retroviren. Das sind nicht so günstige Anteile, die vererbt sind von unseren Eltern, aber auch erworben sind, wie bei HIV zum Beispiel oder Epstein-Barr, die sich einbetten, oder jetzt auch der Impfstoffe, die sich einbetten in die DNA. Das sind 8% von unserer DNA. Und dann die anderen 90% nannte man früher Junk-DNA, Müll-DNA. Und heute weiß man, dass die sind verantwortlich dafür, wie diese 2% reguliert werden, die entscheidend sind, wie wir aussehen und wie lange wir leben und wie gesund wir sind. Und jenseits von der DNA gibt es diese übergeordneten Regelmechanismen. Der Hauptmechanismus ist die Methylierung, aber auch die Histonacetylierung, sind verschiedene Mechanismen. Und wenn wir durch ein Trauma gehen, ein traumatisches Ereignis, und es nicht verarbeiten können angemessen, sodass innerlich Ruhe ist, dann verändert das die Art, wie wir unsere DNA methylieren oder acetylieren. Und dann passieren Katastrophen. Fast alle chronischen Erkrankungen entstehen dadurch, durch diese von unseren Eltern ererbten. Das Wichtige ist, diese Effekte, diese Fehlsteuerung von der DNA, die werden von Generation zu Generation weitergegeben. Die werden nicht ausgelöscht. Und wahrscheinlich auch nicht nach 7 Generationen, wie es in der Bibel steht, sondern wahrscheinlich geht es für immer. Und wir sind einfach jetzt gerade im europäischen Bereich die Überlebenden nach 2 Weltkriegen. Und vorher, oder, war Napoleon, und vorher war eigentlich ständig Krieg für 2000 Jahre. Wir haben alle Riesendefekte in der Steuerung unserer Gene, in der epigenetischen Steuerung der Gene, die zurückzuführen ist auf Past-Traumata. Und diese traumatischen Ereignisse können eben in unserem Leben sein oder können weitergegeben sein von unseren Eltern. Und wir haben zunächst mal mit der Psychokinesiologie oder eine Methode entwickelt, ist einfach eine Form von Biofeedback-Psychotherapie, wo wir den Körper befragen und dann der Körper steuert uns dann hin auf diese vergrabenen Ereignisse. Und dann haben wir bestimmte Heilschritte. Und dazu gehört auch die Anwendung von verschiedenen Spiegeln. Aber auch das Klopfen von Akupunkturpunkten, Augenbewegungen, Farbbrillen und die Anwendung von Farbe durch die Augen und natürlich das therapeutische Gespräch. Das sind eigentlich so die wesentlichen Pfeiler auf der dritten Ebene.